Jetzt geht's. Okay. Also noch einmal, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Abend, zu der heutigen Veranstaltung. Herr Fester ist eigentlich unser Mann für die Vögel in Frankfurt. Er hat hier schon einen Vortrag gehalten über Vögel, den wir in bester Erinnerung haben. Und heute nun etwas ganz anderes, nämlich eine Frankfurter Familie, die Ravensteins. Ich will dazu nicht zu viel verraten, wir lassen uns überraschen und es wird bestimmt interessant. Ravenstein, ich weiß, woran Sie da denken, Stadtplan. Und das wird, also so etwas wird kommen. Viel Spaß. Und vor allen Dingen bitte ich Sie, ja nicht die Masken zwischendurch abzunehmen. Dann müssten wir etwas rabiat werden. Also, viel Vergnügen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Heute geht es tatsächlich um etwas anderes. Obwohl ein Vogelname ja auch drin versteckt ist. Ravenstein, das kommt natürlich von Rabenstein. Und von daher ist es nicht ganz so verschieden. Ja, ob es eine Frankfurter Familie ist, das wird sich zeigen, weil so arg lang war sie in Frankfurt gar nicht vertreten. Und wie Sie sehen werden, wenn man jetzt ins Telefonbuch schaut, findet man nur noch zwei Einträge. Ravenstein-Erbengemeinschaft und zum Ravenstein eine Wirtschaft. Und dann kann ich Ihnen sagen, es gibt tatsächlich keinen Namensträger in Frankfurt mehr von den Ravensteins, um die es heute geht. Und wieso das aber trotzdem für mich eine typisch Frankfurter Familie ist, das möchte ich Ihnen heute erzählen. Und die Stadt Frankfurt hat das auch erkannt und sich bei den Ravensteins bedankt in der Weise, dass es zum Beispiel hier im Ostend hinterm Zoo eine Ravensteinstraße gibt. Und auf dem Hauptfriedhof gibt es ein Ehrengrab für den bekanntesten Ravenstein, den Friedrich August Ravenstein. Es gibt aber noch viel mehr Ravensteins, die dort auch begraben sind, zusammen mit angeheirateten Familien. Und es gibt dann noch eine zweite Grabstätte. Und da sind auch ein paar Namen zu finden, die heute noch vorkommen werden. Es hat alles angefangen mit einem Johann Zacharias Ravenstein. Das ist der erste Ravenstein dieser Familie in Frankfurt, aber es war nicht der erste Namensträger. Man muss aufpassen, wenn man sich mit der Familiengeschichte beschäftigt. Es kam nämlich noch ein paar Jahre vor ihm ein erster Ravenstein, ein Johann. Und auch ein Johann Ravenstein, ein Schneider aus dem Schwäbischen. Und der taucht in den Urkunden der Stadt auch immer wieder mal auf. Aber der hat mit unseren Ravensteins wohl nichts zu tun, denn Johann Zacharias Ravenstein kommt aus Thüringen, er ist quasi eingewandert. Und das ergibt sich aus einem Gesuch, das er im August 1799 beim Rat der Stadt eingereicht hat. Nämlich er bat um die Erteilung des Bürgerrechts. Und dort findet sich in der Urkunde auch eine kurze Geschichte seines bisherigen Lebens. Man erfährt, dass er in der Amtsstadt Gehren in Thüringen geboren worden ist, von unbescholtenen Eltern geboren. Aber er hat ein wohl schweres Schicksal gehabt, denn von meinem 8. Lebensjahr aber wurde ich von den Meinigen entfernt. Und dieses Wort können wir leider nicht entziffern. Aber aus dem weiteren Text erfährt man, dass er dann in Frankfurt gelandet ist und das zu seinem eigentlichen Vaterland geworden ist.
Also er ist sozusagen ein Migrant. Und er will jetzt das Bürgerrecht für sich und seine Frau. Wobei die Urkunde bricht leider ab. Hier ist auch mal dieses Wort, was ich nicht lesen kann, falls einer von Ihnen altdeutsche Kurrentschrift lesen kann. Ja, aufgezogen. Ah, anwesend. Sehr gut. Sie sehen, wir arbeiten prima zusammen. Ich werde in Zukunft immer solche Urkunden bringen, weil... Ja, ich muss an der Stelle auch Frau Jansen, wo ist sie, loben, weil sie hier das Wort Gehren, also die Stadt Gehren erkannt hat. Amtsstadt Gehren in Thüringen. Gehren ist natürlich uns heute nicht mehr bekannt. Ist nämlich eingemeindet worden zu Ilmenau und taucht gar nicht mehr auf. Aber war früher eine Amtsstadt. So, da kommt also unser Johann Zacharias Ravenstein her. Und 8 Jahre später gibt es nochmal ein Gesuch. Er ist mittlerweile tatsächlich in der Stadt angekommen. Er ist nämlich beim Gerichts als Pedell tätig und bittet um Erteilung des Bürgerrechts an seine Verlobte Maria Elisabetha Pichon aus Hanau. Ob das dieselbe Frau ist aus der Urkunde von 1799, ist nicht klar. Möglicherweise ist die erste Frau gestorben. Aber wir sehen hier, er kommt von weit her, Frau Pichon kommt aus Hanau und beide finden ihre Heimat in Frankfurt. Und hier sehen Sie jetzt die Abkömmlinge dieses Ehepaares, um die es heute hauptsächlich gehen wird. Zum einen Friedrich August Ravenstein. Das ist der bekannteste. Sie erinnern sich vorhin an dieses Grab mit dem Relief. Aus der Ehe hier sind 9 Kinder gewachsen. Also bei dieser ganzen Geschichte über die Ravensteins, und da muss man nicht gendermäßig aufgeklärt sein, muss man immer mitdenken, so viel die Männer gearbeitet haben. Die Frauen haben mindestens genauso viel gearbeitet, wenn nicht gar noch mehr. Das wird Ihnen sicher auch klar werden, wenn ich Ihnen diese Geschichten erzähle. Also 9 Kinder, 3 Söhne, um die es dann heute gehen wird, nämlich Ernst Georg, Ludwig und Simon und eine Tochter, die ist auch bekannter geworden, die Auguste. Dann geht es in die nächste Generation. Der Sohn Ludwigs, Hans, heiratet eine Maggie, geborene Kirkwood, das ist eine Schottin, wie Sie noch erfahren werden, bekommen ein Kind und nennen es auch Maggie. Was einen bei der Erstellung des Stammbaums erstmal sehr verwirrt. Zumal, wenn dann hier ein Sohn von Friedrich August Ravenstein, beziehungsweise hier Ernst, das ist dann der Enkel von Friedrich August Ravenstein, die Tochter aus dieser Ehe heiratet, also Maggie, geborene Ravenstein, und die bekommen 2 Kinder und eines davon ist Helga Ravenstein, mit der heute der Vortrag endet. Sie sehen, es geht über 1, 2, 3, 4, 5 Generationen. So. Und in einem Zeitraum von eben 1799 bis 1995 haben die Ravensteins in Frankfurt gelebt und viel bewirkt. Der bekannteste, Friedrich August Ravenstein, der Sohn von Zacharias, hat selber auch ein nicht einfaches Schicksal gehabt, was in der Zeit aber häufiger
kommt. Seine Eltern sind nämlich früh verstorben und durch den Ausfall des Einkommens konnte er nicht weiter die Schule besuchen, obwohl er ein sehr begabter Schüler gewesen sein muss. Vor allen Dingen war er aufgefallen durch seine Zeichenfähigkeiten und seine Begeisterung für die Geografie. Was hat er gemacht? Er ging von der Schule ab und begann im Jahre 1825 eine Lehre als Buchhändler in der Jügelschen Buchhandlung. Und das war sein großes Glück, weil Karl Christian Jügel, ist ja auch ein bekannter Frankfurter Name, war auch nach Frankfurt eingewandert, hat eine Buchhandlung 2 Jahre zuvor gegründet, wo er vor allen Dingen Reiseliteratur und Karten verkauft hat. Was in dieser Zeit immer gefragter gewesen ist. Der Name ist deswegen noch bekannt, weil dann seine Söhne aus dem Vermögen der Universität Frankfurt eine große Spende gemacht haben. Da ist das Jügelhaus mitgebaut worden und in Bockenheim auf dem Campus gibt es ja auch noch die Jügelstraße. Und Karl Christian Jügel, ich habe hier oben den Namen falsch geschrieben, aber es ist klar, wer gemeint ist, hat zuerst einen schwierigen Lehrling bekommen, aber er hat wohl gemerkt, da ist was versteckt und hat ihn ziemlich getriezt. Er hat nämlich veranlasst, dass unser Friedrich August abends nach dem üblichen Lehr oder der Arbeit im Geschäft noch Stunden genommen hat in Fremdsprachen und in Mathematik. Außerdem sollte er ein Instrument lernen, was er auch getan hat, zum Leidwesen der Nachbarn, wie berichtet wird, weil er hat Flöte sehr gut gespielt, aber Klarinette schon nicht mehr und die anderen Instrumente, die er mal versucht hat, wohl auch nicht besonders gut, aber Querflöte konnte er wohl sehr gut spielen. Dann hat er ihn ins Städel geschickt und dort hat August Ravenstein Zeichenunterricht bekommen, was ihm aber sehr gelegen hat, weil das konnte und wollte er ja mit Begeisterung. Und weil er immer noch nicht ausgelastet war, hat er in der 5-jährigen Lehre als Buchhändler noch zusätzlich eine Ausbildung als Kartograf erhalten. Und nachdem 5 Jahre vorbei waren, hat ihm sein Lehrherr ein Gedicht geschrieben. Und wann kommt es schon mal vor, dass ein Lehrherr dem Lehrling ein Gedicht schreibt? Und das muss ich Ihnen vorlesen. Also ein Auszug. Du tratst als eckiger Geselle mir damals über meine Schwelle und warst, dir fällt zu glauben, schwer, ein recht ungeleckter Bär. Dass du das Pulver nicht erfunden, ich sag dir's ganz unumwunden, das glaubt ich damals sicherlich und oftmals dachte ich im Stillen, ich, verloren wird mein Mühen sein, der Kerl ist und bleibt ein Dreibein. Indessen soll man nicht so schnell verzweifeln an so manchem Fell, denn was man wähnt schon am Verderben, das lässt sich wohl am besten gerben. Ich gerbte dich zwar nicht mit Knütteln, doch hörte ich nicht auf zu rütteln, bis dass es endlich mir gelang und deine Bärenhülle sprang. Und da hat er etwas gemacht, was wir uns von jedem Pädagogen wünschen. Er hat das Potenzial erkannt in einem Schüler und es aus einer Hülle geholt. Und dass es sich bei ihm gelohnt hat, hat sich schon während der Lehrzeit gezeigt. Nämlich August Ravenstein hat noch als Lehrling seine erste Karte
veröffentlicht und verkauft. Sie sehen hier einen Ausschnitt. Es geht hier um den Rheinlauf zwischen Mainz und Köln. Dazu muss man was sagen. In der Zeit begann der Tourismus am Rhein. Vor allen Dingen aus Großbritannien kamen viele gut zahlende Touristen und die wollten alle Karten haben. Deswegen gibt es sehr viele Karten über den Rheinlauf aus dem 19. Jahrhundert. Und August Ravenstein wusste das. Er war in einem Laden, wo sowas verkauft wird und sagte sich, das kann ich auch. Nach den 5 Jahren, 1830, das war auch die Zeit dieses Gedichts, geht dann August noch mal für ein paar Monate nach Mainz, um sich dort in Drucktechnik weiter auszubilden. Und noch im selben Jahr gründet er mit 20 Jahren ein Unternehmen, nämlich das Geographische Institut von August Ravenstein. So war der damalige Name, aus dem dann später Ravensteins Geographische Verlagsanstalt und Druckerei geworden ist, die bis zum Jahr 2007 existierte. Wann es genau angefangen hat, weiß man nicht, aber es gibt noch das Kassenbuch und der erste Eintrag war am 29. August 1830, Auslieferung der Exemplare eines Planes von Frankfurt an die Altfrankfurter Buchhandlungen. Und das war damals auch mehr für den Tourismus, weil die Touristen haben auch Frankfurt besucht und wollten dann immer auch eine Karte mitnehmen, um daheim zeigen zu können, wo sie waren und was sie Besonderes gesehen haben. Also dieser Plan, ich habe jetzt den zwar große Kopie, aber jetzt hier kein Foto, zeigt dann auch außen herum die Sehenswürdigkeiten. Also so typisch was für einen Touristen. Und das hat sich damals wohl schon sehr gut verkauft. So, aber darüber hinaus hat er schon eine topografische Karte hergestellt, die eben nicht für Touristen war, sondern einfach nur geometrisch richtig. Und weil er davon aber noch nicht leben konnte, musste er eine Stellung annehmen als beamteter Kanzlist bei Thurn und Taxis. Und so hat für ihn jetzt ein Doppelleben angefangen. Er war erstmal tagsüber bei Thurn und Taxis tätig und war dafür zuständig, die Postkarten zu überarbeiten und vor allen Dingen, das war ein größeres Projekt, die Thurn und Taxische Generalpost und Reisekarte zu erstellen. Das hat er aber so gut gemacht, dass er dann fordern konnte, wenigstens nachmittags frei zu bekommen und einen Monat Urlaub im Jahr, damit er seiner eigenen Arbeit nachgeben kann. Und wie gut er als Kartograf gewesen sein muss, auch bei Thurn und Taxis, sieht man daran, er wollte eigentlich weg und seinen Dienst quittieren. Die haben ihn aber nicht gehen lassen. Also nach dem Motto, so ein gutes Stall im Pferd geben wir ihn nicht weg. August Ravenstein musste dann 20 Jahre sowohl bei Thurn und Taxis arbeiten, als auch sein eigenes Unternehmen pflegen. Und er hat das fortgesetzt, zum Beispiel mit solchen Karten wie hier. Das ist jetzt wieder der Rheinlauf von Köln bis Mainz. Hier mit lustigen Zeichnungen. Und da ist auch völlig klar, das ist was zum Geldverdienen. Das ist was für die Touris. Und das muss ich auch sehr gut verkauft haben. Das ist jetzt von 1845. Sie sehen hier diese unterhaltsamen Darstellungen und die englischen Ladies und ihre Begleiter konnten dann im Schiff hier runterfahren und gucken, wo sie gerade sind und sich dann vorstellen, was hier so alles im Weinberg passiert. So, und es gab dann schon die Taunus-Eisenbahn, die Information wird eben auch gleich
geliefert, dass man dann von Mainz-Kastell über Höchst nach Frankfurt fahren kann. So, das waren aber die Karten zum Geldverdienen, die er brauchte, um andere Sachen zu finanzieren. Und neben seiner Tätigkeit bei Thurn und Taxis und neben seiner Kartografietätigkeit in der eigenen Firma hat er auch ein paar Sachen nebenbei gemacht. Und da wird es mir richtig unheimlich. 1833, Gründung der ersten Turngemeinde. Da ist er auch noch Vorsteher. Er muss ein begnadeter Sportler gewesen sein und muss auch viel Sport betrieben haben und geturnt haben. Deswegen ist er ja auch heute noch bekannt. Diese in der Pfingstweidstraße, diese Gaststätte zum Ravenstein, ist ja die Vereinsgaststätte des Turnvereins Ravenstein. Und dort gibt es auch die Ravensteinhalle. Aber 3 Jahre später, Gründung der Frankfurter Geographischen Verein, ist er auch sofort erster Vorsitzender geworden. Weil er noch nicht ausgelastet war, hat er 2 Jahre später eine eigene Turnanstalt gegründet, wo er Lehrer und Direktor war. Also er war dann auch Turnlehrer. Und was ich sehr interessant finde, in dem Adressbuch aus den frühen 80er Jahren findet sich ein Eintrag zu August Ravenstein, nicht etwa als Unternehmer, als Verleger oder Kartograf. Als erstes steht da Turnlehrer. Das war ihm wichtig. Aber Bildung für alle war ihm auch wichtig. Deswegen 1843 Gründung Frankfurter Volksbibliothek. Dann ein Verein zur Förderung baulicher Interessen. Dahinter steckte sich die Erkenntnis, in Frankfurt gibt es einen so großen Zuzug in jener Zeit, aber zu wenig Wohnungen. Da muss irgendwas getan werden. Und weil der Rat dazu nicht in der Lage war, Wohnungen zu schaffen, hat er sich gesagt, gut, dann müssen die Bürger eben selber zusammenstehen und sich etwas überlegen. Eigentlich sehr aktuell. Nebenbei, er tritt dann einem weiteren Verein bei, den er nicht selbst gegründet hat, kam auch vor, aber kaum ist er da, regt er sofort den Bau des Palmengartens an. Also wenn Sie beim nächsten Mal zum Palmengarten gehen. Das war die Idee von August Ravenstein. Dann Gründung Taunusclub und Vorsitzender des Alpenvereins. Das kam dann später auch dazu. Und überall war er aktiv und auch akzeptiert. Also er war kein Vereinsmeier, sondern er war gern gesehen und sehr engagiert. Was er gemacht hat, hat er richtig gemacht. Man fragt sich, wann hat der Mann geschlafen? Also Sie denken dran, er hat 9 Kinder. Ob er die mal gesehen hat? Also seine Frau Katharina muss sehr tüchtig gewesen sein. Das wird auch in einer Familienschrift betont. So, und er ist ja deswegen als Frankfurter Turnvater bekannt, weil er dann auch das Ravensteins Volksturnbuch herausgegeben hat. Das war jetzt das erste Mal von 1862 hier. Das ist dann, ich glaube, die zweite oder dritte Auflage. Das sind über 600 Seiten. Guten Moment, dann hier auch solche Zeichnungen drin sind. Das hat mich ganz besonders beeindruckt, weil ich mich frage, ob er das tatsächlich so hinbekommen hat. So, aber ein entscheidender Punkt war dann 1851. Da hat ihn nämlich Thurn und Taxis aus dem Dienstverhältnis freigegeben. Und endlich konnte er den ganzen Tag für seine Firma, für sein Unternehmen, für die Verlagsanstalt arbeiten. Und was hat er gemacht? Er hat ein Großprojekt angefangen, die trigonometrische Vermessung der Stadt Frankfurt. Er ist dann jahrelang das gesamte Stadtgebiet abgelaufen, wahrscheinlich mit einem Theodoliten,
Und sein Sohn musste dann die Messstangen halten und hat so Punkt für Punkt vermessen. Und was ihm wichtig war, er wollte jede Straße, jedes Haus kennen, was später auf der Karte eingezeichnet sein musste. Und das ist ein Prinzip, etwas selber gesehen zu haben, bevor man es auf eine Karte einzeichnet. Eine Sorgfalt, die durchaus revolutionär war. Den Karten gab es natürlich auch schon früher, aber das diente mehr zu Unterhaltungszwecken. Nur beim Militär war es anders. Und es ging nicht darum, ob die richtig waren. Sie mussten gut aussehen, es mussten ein paar Ungeheuer drauf sein oder fremde Kulturen. Aber dass eine Karte stimmt, und zwar maßstabsgetreu, das war eine neue Leistung. Und das war dann auch die Grundlage dieses Alignement-Plans. Das ist jetzt ein Auszug davon. Also heute ist das der Rathenauplatz, die Biebergasse. Hier ist die Zeil. Das ist heute die Hauptwache. Rossmarkt, Goetheplatz, hieß es damals schon. Hier ist übrigens das Hotel Schwan, das später in den Besitz der Familie Ravenstein gekommen ist. Und die haben dann nach und nach alle anderen Häuser dazu gekauft. Und das ist noch heute im Besitz der Familie, also da, wo Hugendubel drin ist. Also Frankfurter, in Frankfurt wohnen keine Ravensteins mehr, aber hier, dieses Gebäude ist noch im Besitz der sogenannten Erbengemeinschaft Ravenstein. Sie entsinnen sich der Eintrag im Telefonbuch am Anfang. So, und auf der Grundlage dieses Planes konnte dann Delgeskamp seinen eigenen Plan erstellen, weil das natürlich viel anschaulicher ist. Und Sie kennen das von Google Map. So beeindruckend das ist, dass alles stimmt, wenn man so drauf guckt. Es fällt vielen doch sehr schwer, sich zu orientieren. Wenn es dann aber so anschaulich wird, also man in die Street View-Ebene geht, auf einmal ist alles viel einfacher. Und es macht natürlich einen Riesenspaß, hier in diesem Plan im Geiste spazieren zu gehen. Wir sehen hier das Hotel Schwanen, wo dann 1871 der Friedensvertrag zwischen dem Frankreich und dem neu errichteten Deutschen Reich geschlossen worden ist. So, und jetzt kommen die Karten, für die sich August Ravenstein besonders interessiert hat. Er hatte jetzt eine Basis mit seinem geometrischen Plan. Und auf dieser Basis konnte er nun anderes darstellen. Zusätzliche Informationen, die für die Praxis aber ganz besonders wichtig waren. Was Sie hier sehen, in dem schönen Ultramarinblau, das ist der Verlauf des alten Braubaches. Das ist deswegen wichtig, weil also dieser versandete Altarm des Mains noch heute existiert. Und immer wenn es kräftig regnet, haben die Anwohner in der Braubachstraße Wasser im Keller. Weil unterirdisch in dem Morast, in dem Sand, immer noch viel Feuchtigkeit ist. Und für das Bauen in dieser Gegend war das natürlich sehr wichtig zu wissen, bin ich jetzt im Braubach mit meinem Keller oder bin ich außen vor? Und das ist jetzt eine ganz praktische Anwendung einer sogenannten Zweckkarte. Es geht nicht mehr darum, sich zu eine schöne Unterhaltung zu haben, in dem da lustige Sachen drauf gemalt sind. Und es geht auch nicht mehr darum, zu erfahren, wie man vom Ort A nach Ort B kommt. Nein, es geht darum, die Wirklichkeit zu erfassen über eine Karte, wo mehr zu sehen ist als in Wirklichkeit. Also das Unsichtbare sichtbar zu machen, das Verborgene, was aber sehr wichtig ist, zum Beispiel für die Stadtplanung.
Und jetzt einen kleinen Exkurs in Kartografie. Sie haben vielleicht schon mal von der Peutingerschen Tafel gehört. Das ist eine Kopie in Form einer Rollkarte, fast 7 Meter lang, 36 Zentimeter hoch, die das römische Straßennetz im 3. Jahrhundert nach Christi abbildet. Also wie gesagt, 6 Meter lang, 36 Zentimeter hoch. Und das ist jetzt die damals bekannte Welt des Römischen Reiches. Weil hier hinten fehlt dann noch etwas, aber es fängt dann an in Spanien und hört in Indien auf. Erkennen tun wir das so nicht. Ich helfe Ihnen mal. Aber man muss sich erst mal eingewöhnen. Hier sehen Sie den italienischen Stiefel mit Rom in der Mitte, der Stiefelabsatz, die Spitze, Kalabrien. Hier ist Sizilien. Hier geht es im Mittelmeer weiter. Hier oben ist die Adria. Das ist nämlich so gemacht, indem diese ganzen Abschnitte einfach zusammengepresst worden sind in diese Rollkarte, die aber für den damaligen Zweck völlig ausreichend war. Das ist nämlich jetzt ein Ausschnitt hier, der Stiefel mit Sizilien, Kalabrien. Und Sie sehen hier überall in Rot das, die Straßen. Hier jetzt zum Beispiel Bonn, Köln, Mainz. Und das heißt hier auf der Straße von Mainz nach Bonn, da hat man jetzt hier ein paar Häkchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagesmärsche und noch ein Tagesmarsch, man ist in Köln. Das war für die damalige Zeit völlig ausreichend. Wenn man als Legionsführer seine Legion nach Köln führen musste. So, jetzt muss ich dieses Teil befestigen. So, und das halten wir heute eben noch so, wenn es nur darum geht, welche S-Bahn wir nehmen sollen. Da kommt es auch nicht auf die Maßstabstreue an, sondern wir wollen nur wissen, nach wie vielen Stationen müssen wir wieder aussteigen. So, und die interessanteste geografische Information ist noch, ist man nördlich des Mainz, Hiptebach oder Triptebach? Mehr braucht man auch nicht, um S-Bahn zu fahren. Aber es gab dann natürlich irgendwann das Interesse, die Wirklichkeit richtig abzubilden. Also nicht nur, um zu erfahren, wie komme ich mit einer Legion am schnellsten von Rom nach Köln und wie viele Tagesmärsche sind das, sondern wie sieht die Welt aus? Und den ersten Globus, den ersten Erdapfel, den wir kennen, ist der von Martin Beheim. Das war ein Nürnberger Tuchhändler, der auch in Kartografie sehr interessiert und bewandert war. Und der hat zum ersten Mal die bekannte Webwelt auf eine Kugel, auf die Erdkugel transformiert. Sie können hier Afrika erkennen, Madagaskar, Spanien, Italien, Griechenland. Also das Mittelmeerraum ist eigentlich ganz gut abgebildet. Hier wird es dann etwas schwach und dass da noch was kommen muss, hat man gewusst, aber nicht was. Martin Beheim ist dann nach Lissabon ausgewandert nach Portugal. Und also wie Zacharias Ravenstein oder der Schneider aus dem Schwäbischen, man zieht um, wandert, um in einer anderen Stadt wirtschaftlich tätig sein zu können.
und heiratete dann auch. So, und das ist jetzt der älteste Sohn von August Ravenstein, Ernst Georg Ravenstein, der schon mit 14 Jahren nach Großbritannien ausgewandert ist, um sich dort dem Studium der Kartografie zu widmen und hat es dann sehr erfolgreich praktiziert. Er ist in der angelsächsischen Welt bekannter als bei uns. Er hat zum Beispiel die Royal Geographical Society gegründet und wird ihr erster Präsident. Und außerdem natürlich als Sohn vom Frankfurter Turnvater, er bringt das Turnen nach Großbritannien und gründet dort den ersten Turnverein. Was ihn aber ganz besonders auszeichnet, ist seine Wissenschaftlichkeit. Und die hat er bei dem damals in London lehrenden August Heinrich Petermann bekommen. Das wissenschaftliche Arbeiten. Petermann ist eine tragische Figur. Er ist einer der bedeutendsten Kartografen des 19. Jahrhunderts, Geografen, hat sich bei einer Sache aber schwer vertan. Er hat nämlich felsenfest behauptet, dass ein Nordpolarmeer müsse eisfrei sein. Der Nordpol sei eisfrei, weil der Golfstrom da wieder hochkäme und außerdem ewigen Tag des Sommers, wenn die Sonne nie untergeht, dann muss ja das Eis schmelzen, weil die ganze Zeit die Sonne scheint. Die ganzen Forschungsschiffe, die Expeditionen, die Nordost- oder Nordwestpassage gesucht haben, haben alle berichtet, je weiter wir nach Norden kommen, umso kälter wird es und desto mehr Eis gibt es. Und es sei völliger Unsinn zu behaupten, der Nordpol müsse eisfrei sein. Neben der Trennung von seiner Frau hat ihn der Spott, der über ihn ausgeschüttet worden ist, so getroffen, dass sein Biograf, es ist vor 10 Jahren eine sehr schöne Biografie über ihn erschienen, behauptet, diese Schande, dieser Spott hat ihn in den Tod getrieben. Er hat sich 1878 erschossen. Da war gerade die nächste Polarexpedition aufgebrochen, auch um zu beweisen, dass er falsch liegt. Nebenbei, im Zuge des Klimawandels, wird er nachträglich Recht bekommen. Also in 50 Jahren wird der Nordpol eisfrei sein. So, unser Ernst Georg Ravenstein hat von ihm sehr profitiert und hat sich dann nicht nur mit Kartografie und Geografie beschäftigt, sondern auch mit Migration. Und er hat dann die Migration in allen Zeiten, in allen Gegenden untersucht und auch systematisch erfasst nach den Motiven und den Folgen und hat dann diese Laws of Migration aufgestellt. Und im angelsächsischen Bereich ist es auch ein feststehender Begriff. Die sagen dann halt Ravensteins Laws of Migration. Aber zum Beispiel, was wir auch nachvollziehen können, typisch sei, längere Migrationsdistanzen werden von Männern ausgeübt. Also Frauen eher kürzere Strecken, Familien weniger. Dann auch ein Effekt, jede Migration bringt immer auch einen Teilrückzug wieder mit sich. Das ist dann auch mal auf Deutsch, ich glaube. Ja, und dann seine Analyse. Wanderung ist Leben und Fortschritt. Sesshaftigkeit ist Stagnation. Er hat sich dann auch mit dem Bevölkerungswachstum beschäftigt und prognostiziert, dass im Jahr 2072 die höchste Bevölkerungsanzahl auf der Erde erreicht sein wird. Und er liegt damit gar nicht so schief. So, das ist jetzt auch wieder eine Karte, die maßstabsgetreu ist, wo aber etwas anderes drüber gelegt wird, nämlich hier Ethnien, die eben nicht übereinstimmen mit den politischen Grenzen.
Und er hat in seinen Schriften auch immer wieder darauf hingewiesen, dass also die Idee einer Nation und eines Staatsvolkes, das einheitlich sei, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Und er hat das natürlich in einer Zeit getan, wo der Nationalismus genau das natürlich behauptet hat. Und so, das war jetzt hier Ernst Georg. Wir gehen jetzt weiter zur Auguste Metz, also der Schwester, von der es leider kein Foto gibt. Aber das muss kurz erwähnt werden. Sie war auch sehr sportlich und hat als Turnlehrerin in Hannover gearbeitet, hat den niedersächsischen Turnvater geheiratet, Ernst Metz, mit dem sie 7 Kinder hatte. Übrigens, das Foto durfte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist ihr Mann. Also wenn wir von ihr kein Foto haben, dieses Foto entschädigt uns, ein Herr auf Rollschuhen, das ist doch prima. Was bei Auguste Metz aber besonders hervorsticht, sie hat an einer Blindenschule in Hannover auch Mädchen in Sport unterrichtet und mit denen getanzt. Und das war damals eine Sensation. Sie hat behauptet, auch blinde Mädchen können tanzen. Und als die das aufgeführt haben, war das Erstaunen groß. So, Ludwig Ravenstein ist der zweitälteste Sohn, also Ernst Georg, der Migrationsforscher, der in Großbritannien wird, war der Älteste. Das ist jetzt der zweitälteste. Und der bleibt im väterlichen Betrieb, lässt sich da ausbilden, geht dann aber nach Hildburghausen zu dem Mayerschen Verlag, wo auch ein Institut angeschlossen ist, und wird da Leiter der geografischen Abteilung. Später übernimmt er dann den Verlag vom Vater. Und in der Zeit expandiert der Verlag kräftig. Denn der August Ravenstein selbst war ja schon ein Wanderer und hat das Wandern propagiert, hat auch die ersten Wanderkarten geschaffen vom Taunus. Und auch hier war es wieder so, er ist alles selber abgelaufen. Er hat geguckt, gibt es diesen Weg tatsächlich noch, kann man da durchlaufen oder hat ein Bauer das wieder versperrt? Also er war immer selber da. Und das jetzt übertragen auf die Alpen, kann man sich ja messen, was das für eine Riesenarbeit war, die Alpen nicht nur zu vermessen, sondern auch die Wege und Straßen, zwar nicht immer selbst zu überprüfen, das ging nicht, aber dann immer zuverlässige Kontrolleure zu haben. Und die Ravensteins, man machen das so gut, dass andere Länder, also sogar in Anführungszeichen feindliche Länder, ihnen ihre Generalstabskarten zur Verfügung stellen, wie Frankreich und Russland, damit im Verlag Ravenstein diese Karten neu gezeichnet und gedruckt werden und viel übersichtlicher sind und im Zweifel auch korrigiert werden. So, dann, das ist jetzt schon die nächste Generation, der Sohn von Ludwig. Der geht erstmal zu seinem Onkel, dem Migrationsforscher, nach England, um dort sich weiterzubilden, und lernt dort die Frau Maggie Kirkwood kennen, die er dann auch nach Frankfurt mitbringt und heiratet. Er wird dann später Teilhaber des Verlags, und er ist für den Verlag deswegen so wichtig, weil er sehr früh eine Leidenschaft fürs Motorradfahren hat. Er ist übrigens der erste Kraftfahrer, Motorradfahrer, der in Frankfurt einen Strafzettel bekommen hat, wegen zu schnellen Fahrens. Er hat erkannt, wir brauchen für den Kraftverkehr völlig neue Karten, weil die täglich zurückzulegende Strecke viel größer geworden ist. Wir brauchen andere Kartenmaßstäbe, die eine viel bessere Übersicht bieten, und hat deswegen Straßenkarten für Kraftfahrer konzipiert
wo dann auch so hilfreiche Hinweise drin zu finden waren, wie über Königstein: Achtung, kraftfahrerfeindlich. Da ist er mal mit Steinen und Pferdeäpfeln beworfen worden, als er zu schnell durchgefahren ist. Und es verwundert nicht, er war in München einer der Gründer des ADAC. So, hier das einzige Foto, was ich finden konnte, von Maggie Kirkwood. So, der Verlag hat also stark expandiert, diese Kraftfahrpläne für Autos, Motorradfahrer und übrigens Radfahrer haben sich sehr gut verkauft. Damit war es aber vorbei mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Aber der Krieg hat eine neue Nachfrage geschaffen, nämlich Kriegskarten. Und zwar nicht nur fürs Militär, die hatten schon welche, sondern für die Bevölkerung, die daheim gerade aufhängen wollten, um zu gucken, wo findet der Krieg gerade statt. Und die haben sich verkauft in höchste Auflagen. Also manche Karten haben Auflagen erreicht von mehreren hunderttausend. Da kann man sich vorstellen, welche Verbreitung die bekommen haben. Aber es ist natürlich auch klar, die Sorge, die dahinter steckt, wenn der eigene Mann oder Sohn irgendwo im Feld steht, will man wissen, wo er ist, um etwas greifbar zu haben. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus dem Gebiet der Somme, wo dann die Somme-Schlacht stattgefunden hat. Alles sehr genau, jede Straße ist drauf verzeichnet und auch sehr wichtig, topografische Angaben über Täler und Steigungen, was man im Krieg halt so braucht. Das ist übrigens Peron, was hier eingezeichnet worden ist. Ist im Deutsch-Französischen Krieg zerstört worden, im Ersten Weltkrieg zerstört worden, im Zweiten nochmal. So, Hans Ravenstein konnte am Krieg nicht teilnehmen, er ist nicht genommen worden, aber er hat an der Heimatfront sich sehr mit der politischen Lage beschäftigt und hat dann ein Buch verlegt, was muss Deutschland an Kolonien haben? Da würden wir heute sagen, keine. Er hat sich noch zusammen mit dem Autor im Jahre 1918 Gedanken darüber gemacht, welche Kolonien man mit Großbritannien tauschen könnte. Interessant, und das hat jetzt auch einen Bezug zur Familie Ravenstein, ist Folgendes. In seinem Vorwort, Juni 1918, schreibt er nämlich: Auch in seinen bequemeren Lebensgewohnheiten sah sich der Engländer durch den viel fleißigeren und anspruchsloseren Deutschen bedroht, der nicht gewohnt ist, erst gegen 10 Uhr mit der Arbeit zu beginnen und um 4 Uhr aufzuhören. Diese Konkurrenz musste unter allen Umständen beseitigt werden. Das Allheilmittel dazu wurde einzig und allein in einem Deutschland völlig vernichtenden Kriege und seiner Aushungerung gesehen. Also früh aufstehen und lange arbeiten. Das ist der Ravensteinsche Arbeitsethos gewesen, der sich also auch hier im Vorwort zeigt, aber jetzt hier einen völlig anderen Geschmack bekommt. So, und da ist nochmal das Vorwort mit der Titelseite. So, wir waren jetzt hier, Ludwig, Hans, der Motorradfahrer, der seine Maggie heiratet und dieses Vorwort geschrieben hat. Die haben eine Tochter, die auch Maggie heißt, die dann Ernst heiratet, den Sohn von Simon. Also da wird die Großcousine geehelicht. Und aus der Verbindung entstammt dann Helga Ravenstein und ihr Bruder Helmut. Und um diese drei wird es gleich gehen. Simon Ravenstein, also der jüngste Sohn von dem bekannten August Ravenstein, ist nämlich auch in zweifacher Weise bekannt geworden. Zuerst als Turnlehrer, das war auch der Beruf, den er zuerst ausgeübt hat, aber dann hat er sich immer mehr für seine Leidenschaft, das Zeichnen, begeistert
Und durch die Verwaltung der Ravensteinschen Immobilien, es wurden mehr und mehr, es wurden ja auch so viele Karten verkauft, das Geld musste angelegt werden, hat er sich über die Immobilienverwaltung selbst zum Architekten und Bauleiter ausgebildet. Und im Verzeichnis Frankfurter Bauwerke finden sich 68 Eintragungen zu Simon Ravenstein. Also Häuser, die er entweder entworfen hat, gebaut hat oder umgebaut hat. Hier, das ist jetzt die Bavaria, die früher am Schillerplatz stand, also Hauptwache. Und Simon Ravenstein, der Architekt, war in zweiter Ehe verheiratet mit Cecilie Mohor. Das war eine Opernsängerin. Das ist deswegen wichtig, weil sie den Kontakt zur Familie Wagner, zu Cosima Wagner hergestellt hat. Es gab dadurch aber auch eine Aufteilung der Familie in zwei Stämme. Aus erster Ehe mit Gertrud Eiselborn gab es Kinder und aus der zweiten Ehe mit Cecilie Mohor auch. Und beide Stämme bilden bis heute die sogenannte Erbengemeinschaft Ravenstein, die gemeinsam die Immobilien verwalten. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches, dass also vor allen Dingen, wenn es zwei Ehefrauen gibt und dann Stiefgeschwister, dass die trotzdem über Generationen zusammenhalten und den gemeinsamen Besitz zum Vorteil aller verwalten. So, Simon Ravenstein, der Architekt, hat also dann nicht nur, das ist auch mal das Haus am Schillerplatz, also Hauptwache, in einem für ihn typischen klassizistischen Stil erbaut, sondern auch dann das Geschäftshaus des Verlages in der Wielandstraße 31, also sehr klassizistisch mit den Säulen. Damals hieß es dann nach seinem Vater, Ludwig Ravenstein AG, nach seinem Bruder, Entschuldigung, nicht seinem Vater. Und von ihm gibt es aber leider nur noch wenige Häuser. In der Wolfgangstraße gibt es noch ein Haus, in dem früher Hans Thoma und Wilhelm Steinhausen gearbeitet haben. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Hier oben ist eine kleine Sternwarte übrigens. Das hat sich Steinhausen gewünscht. Die Bedeutung von Simon Ravenstein liegt darin, dass er den Malern Aufträge verschafft hat, dass sie leben konnten, weil beide hatten das Problem, dass sie von ihrer Kunst nicht leben konnten. Also Steinhausen hat ja zum Beispiel mit der Anfertigung von Strickmustern und Stickvorlagen mehr Geld verdient als mit seiner Kunst in der Anfangszeit. Und Simon Ravenstein wollte aber, dass die Künstler in Frankfurt bleiben und sich dort entfalten können. Und er hat damit Hans Thoma dann auch noch mehr Geld verdienen kann, ihn mit Cosima Wagner zusammengebracht und hat dann auch Kostüme und Bühnenbilder entworfen und die haben Cosima Wagner so begeistert, dass er dann für die Bayreuther Festspiele ebenfalls Kostüme und die Bühnenbilder entworfen hat, die er da gezeichnet hatte. Und das war in diesem Stil hier, das kennen Sie vielleicht, hier liegt der tote Drache noch, Siegfried, der jugendliche Held. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich zuerst, es sei eine Karikatur. Und ich bin mir sicher, Hans Thoma hat darüber auch gelacht. Aber damit hat er Geld verdient. Und es gibt in seinen Erinnerungen, seinen Lebenserinnerungen auch einige Passagen über seine Zeit in Frankfurt und
dass ihm Simon Ravenstein Aufträge verschafft hat. Eben in seinen Häusern die Wände auszumalen mit solchen Motiven, zum Beispiel Wagner-Opern. Und er hat gesagt, ich habe dafür so wenig Geld bekommen, dass ich mir auch keine große Mühe gegeben habe. Aber es hat sich gelohnt, es hat gehalten und hat ja dann auch gute Folgen gehabt. Die Folge war, als Hans Thoma ja für Bayreuth die Bühnenbilder entworfen hat, ist er schlagartig bekannt geworden und auf einmal haben sich seine Bilder verkauft. Er ist dann nach München, später nach Karlsruhe gewechselt. Ich will also das Thema Hans Thoma nicht verlassen, ohne noch hier dieses Bild zu zeigen. Blick aus dem Fenster auf die Öd. Nehme an, dass Hans Thoma diese Bilder lieber mochte. Und es passt auch eigentlich sehr gut zum Thema Kartografie. Weil das Besondere an diesem Bild ist ja nicht das hier dargestellte, übrigens das Holzhausen-Schlösschen, ich denke, die meisten wissen das, wo wir heute sind, sondern dieser Blick aus dem Fenster hat ja den Blick selbst zum Gegenstand oder macht ihn zum Gegenstand. Ist also dann die sich in Verhältnis setzen zu der Welt, in die man schaut. Und das ist auch das Neue bei dieser Art von Kartografie, wo man sich in Verhältnis setzt zur Welt, so wie sie ist, und beim Wandern ja nicht mehr das Ziel hat, von A nach B zu kommen, sondern man setzt sich ins Verhältnis zur Welt, die man erkennt und wo man sich auskennt. Simon Ravenstein war auch als Sozialpolitiker aktiv. Er hat nämlich diesen Verein für öffentliche Interessen, den sein Vater gegründet hat, fortgesetzt und eine Aktiengesellschaft daraus gemacht, deren Ziel es war, kleine Wohnungen zu bauen für die ganzen Zuzügler. Das waren dann, Wohnungen, die dann keine Küche hatten zum Beispiel und manche hatten Küchen. Aber die waren halt billiger, dann gab es halt irgendwo eine Gemeinschaftsküche. Aber es war bezahlbar. Das war dann damals wichtig. So, Sie entsinnen sich, wir waren gerade bei Simon. Gehen wir jetzt zu Ernst, der dann seine Großcousine heiratet. Der hat nämlich dann später den Verlag übernommen, den sein Vater Simon nicht geführt hat. Er war ja nur als Architekt tätig und nicht als Verleger. Er ist aber dann in das Unternehmen seines Onkels gegangen und hat auch den ganzen Verlag kaufmännischer gestaltet, weil die hatten ein Problem. Die hatten so viele verschiedene Karten, dass die Gefahr war, dass sie auf alten Karten sitzen bleiben, wenn nicht alle verkauft werden. Und sie durften keine zu hohe Lagerkosten haben. Er hat dann es so ausgeklügelt, dass von bestimmten Karten immer nur wenige produziert wurden, damit die verkauft wurden, solange sie noch aktuell waren. Weil eins durfte nicht geschehen, dass es Karten gab, Ravenstein-Karten, die veraltet oder falsch waren. Das heißt, gerade um den Qualitätsanspruch zu sichern, musste man das Unternehmen viel strenger führen, als es früher üblich war. Der Zweite Weltkrieg hat im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg keine Vorteile gebracht. Die Verlagsarbeit wurde erheblich eingeschränkt. Man hat noch einen Offsetdruck eingeführt, war aber voll eingespannt in die Kriegswirtschaft und musste Flugkarten für das Oberkommando liefern. Bei einem Bombenangriff wird dann das Betriebsgebäude teilweise zerstört und der Betrieb teilweise ausgelagert. Trotzdem ist dann die Ravenstein-Druckerei bei Kriegsende die einzige noch arbeitsfähige Druckerei in Frankfurt. Da hat auch Helga Ravenstein ihren Anteil, die als junges Mädchen beim Löschen geholfen hat und beim Sichern der Maschinen und der Vorlagen. So, die Großmutter und die Mutter von
Helga Ravenstein. Das waren die beiden Maggies. Die sind mit Helga während des Krieges dann in den Vogelsberg gezogen und sind dort auch begraben, nämlich in Obermoos. Und mir ist erst durch den Besuch dieser Grabstätte klar geworden, wer hier jetzt wer war. Weil davor wurde als behauptet, dass Helga Ravenstein die Tochter ihrer Großmutter sei, also der geborenen Kirkwood. Die Nachkriegszeit haben die dadurch gut überstanden, dass sie gedolmetscht haben. Die konnten ja alle fließend Englisch. Und Helga Ravenstein, das ist jetzt die letzte in der Reihe, hat dann auch nach dem Krieg weiter studiert, Grafikdesign. Und hier sehen Sie auch ein sehr schönes Grafik von ihr. Ich habe Helga Ravenstein nie kennengelernt. Die ist ja schon 1995 verstorben. Ich bin erst im Jahr 2009 Testamentsvollstrecker nach ihr geworden. Aber die mit ihr zu tun hatten, die Geschäftspartner, die sagten alle, es war eine vollendete Dame, sehr selbstbewusst im Auftreten, die genau wusste, was sie wollte und auch im Unternehmen die Zügel angezogen hat. Das gab wohl Streit mit ihrem Bruder Helmut, der dann später den Verlag verlassen hat. Sie hat, als sie 1955 in den Verlag kam, dafür gesorgt, dass das Design geändert wurde. Und da bekamen die Karten auch dann eine andere Schrift. Also hier und vor allen Dingen dieses neue Logo mit dem stilisierten Rahmen. Und das Kartenprogramm wurde auch sehr ausgeweitet, vor allen Dingen für Straßenkarten, für Autofahrer, aber nach wie vor für Wanderer. Aber es hat sich nicht mehr so rentiert wie früher und irgendwer hatte dann eine gute Idee. Also in einem Zeitungsartikel wird es ihr zugeschrieben, weil sie ja auch aus der Mode war. Sie hat ja als Modedesignerin dann auch mal gearbeitet. Das Problem bei den Ravenstein-Karten war, sie waren zu gut. Und ich habe hier aus einem Nachlass eine Karte erworben, die ist mehrfach geklebt und auf Stoff befestigt. Also Ravensteins große Rad- und Autokarte Hessen-Nassau aus den 20er Jahren. Ich weiß nicht, wie oft das geklebt worden ist, damit das zusammenhält. Und weil die immer aktuell gedruckt worden sind, war es auch gar nicht so wichtig, sofort eine neue zu kaufen. Die Idee war, dass man Wegwerfkarten verkauft, die nur ein Jahr gelten sollen, indem man eine Jahreszahl druckt. Und das war der Straßenatlas Straßen. Ist später vom ADAC übernommen worden, vom ADAC-Verlag. Und da war es ja auch so, jedes Jahr gab es einen neuen Atlas und die alten werden weggeworfen. Das ist auch so praktiziert worden, denn eins ist komisch, ich habe tatsächlich viele Karten bekommen, antiquarisch, aber ich habe keinen einzigen Wegwerfatlas bekommen. Die wurden tatsächlich weggeworfen und dann neue gekauft. Trotzdem wurde hier immer auf Aktualität geachtet und das blieb auch nach der Wiedervereinigung so, als alle Kartenverlage sofort für Gesamtdeutschland neue Karten gebracht haben. Es gab aber ein Problem. Die Karten in der ehemaligen DDR waren im Grenzbereich und in den militärisch wichtigen Zonen falsch, absichtlich falsch. Also da gab es Straßen, die nicht existierten und die existierten, waren da nicht eingezeichnet. Und in der Not haben einige Verlage einfach diese falschen Karten übernommen und zur Grundlage ihrer neuen Karten gemacht. Und bei Ravenstein hat man gesagt, lieber keine Karte als eine falsche Karte. Das kommt einem irgendwie bekannt vor aus der Politik.
Aber es hat am Ende nicht mehr geholfen, den Verlag in der sich veränderten Welt zu halten, weil das Internet kam ja dann auch auf und damit auch völlig neue Verhaltensweisen. Vor allen Dingen das Navi hat der Karte den Tod gebracht. Der Verlag ist dann ein paar Mal verkauft worden und im Jahr 2006 wurde der Verlag, die Druckerei am Standort Bad Soden, dann auch endgültig liquidiert. Damals im Jahr 2006 noch mit 150 Millionen Umsatz und 150 Mitarbeitern. Helga Rabenstein hat aber rechtzeitig verkauft und ja auch ihre Anteile an den Immobilien gehabt. Und zu Lebzeiten hat sie schon den Nachwuchs in der Kartografie gefördert. Das war ihr ganz besonders wichtig und sie hat dann erst aus eigenen Mitteln einen Rabenstein-Preis vergeben an besonders gute Arbeiten von Kartografiestudenten. Daraus ist dann die Kartografiestiftung Rabenstein entstanden, die jährlich auch Preise vergibt. Das war jetzt im Jahr 2019 zum 100. Geburtstag von Helga Rabenstein die Verleihung im Städel mittendrin. Helga Rabenstein und hier die Preisträger. Und das ist ganz toll, was das für Arbeiten sind. Die kennen sich alle sehr gut aus mit moderner Technik und können mit den verfügbaren Karten umgehen und digital bearbeiten. Und was da geschaffen wird an virtuellen Welten, ist sehr beeindruckend. Nach ihrem Tod ging ihr Vermögen in die Helga Rabenstein Stiftung, die Alleinerbin ist und die jetzt die Kartografiestiftung und die Preisvergaben finanziert. Weitere Zwecke sind Blindenhilfe und Kunst und Kultur. Ja, und ich will jetzt abschließen mit dem Logo des Rabenstein-Verlages. Dieses Logo kannte ich als Kind schon und mein Vater hat mir daran erklärt, was das Wort stilisiert bedeutet. Daher, das ist meine eigentliche Beziehung zu Rabenstein und so schließt sich der Kreis. Was ich Ihnen aber noch sagen will, warum ist das eine Frankfurter Familie? In den 200 Jahren, wo Sie hier waren und gearbeitet haben, haben Sie die Tugenden verwirklicht und gelebt, die man den Frankfurter Bürgern zuschreibt. Und deswegen ist es eine Frankfurter Familie, egal wo sie herkam. So, vielen Dank. Sie haben uns in ganz unterschiedliche Welten geführt, nämlich in die Kartografie, aber in eine Familiengeschichte mit interessanten Aspekten, vor allen Dingen aber mit dem Aspekt, dass man Erfolg hat, wenn man fleißig ist und sich für seine Sache begeistert. Dieser Fleiß, das, was Sie auch gesagt haben, wann hat er eigentlich geschlafen, der ist nun kommt ganz, ganz deutlich raus bei den einzelnen Mitgliedern und in den einzelnen Generationen. Begeisterung für die Sache, die man gemacht hat und die dann auch vom Erfolg gekrönt ist. Äußerst interessant fand ich Ihre Verbindung auch zur Kartografie an sich, also Portingeriana und auch den anderen Sachen, die Bedeutung der Karten. Selbst Selkeskamp wurde erwähnt, was einen natürlich auch in Frankfurt besonders erfreut. Also ganz herzlichen Dank. Es ging wesentlich weiter, als ich mir in kühnsten Träumen hätte vorstellen können, was sich hinter der Familie Rabenstein verbirgt. Herzlichen Dank noch einmal. Ja, gerne. Eigentlich hat Frau Jansen die Blumen verdient oder jedenfalls die Hälfte, weil Frau Jansen hat die Urkunde entziffert. Mit meiner Frau, muss ich dazu sagen. Aber Sie sind die Einzige, die das Wort der Stadt, den Namen der Stadt entziffert hat. Geh, Herrn. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Vielleicht gibt es noch Fragen auf dem Publikum.
Das war so erschöpfend. Ja. Nein. Also vielen lieben Dank. Das war ein toller Vortrag. Ja. Wirklich. Ja. Ich glaube, wir müssen es erstmal alles richtig verdauen und uns nochmal überlegen. Ja, ich habe viel Zeit mit verbracht, es zu kürzen. Ach so, okay. Sehr schön. Also die Anekdoten aus der Familie erfahren Sie heute nicht. Aufsteher. Ja. Mit Sonnenaufgang. Mit Sonnenaufgang, gut. Ja, weil da konnte man dann draußen vermessen und bevor man dann arbeiten ging. Und in dem einen Vorwort von Hans Ravenstein am Ende des Ersten Weltkrieges wird er den Engländern vorgeworfen, weil die nicht so früh aufstehen wie die Deutschen, kriegen sie weniger hin und sind deswegen neidisch. Also das war ganz wichtig, früh aufstehen, lange arbeiten und dem Herrgott keinen Tag stehlen. Es gibt ein Interview in einer Frankfurter Zeitung mit Helga Ravenstein, wo sie dann auch von ihrem Tagesablauf erzählt, dass sie nämlich morgens um 6 aufsteht, spätestens um 9 Uhr im Verlag am Schreibtisch ist und so den Verlag führt. Und das hat ein Verwandter, ich weiß nicht, wer es war, in die Finger bekommen und hat mit rotem Kugelschreiber ihre Aussagen Stelle für Stelle korrigiert. Und wo steht 6 Uhr aufgestanden, hat er hingeschrieben, von wegen 9 Uhr. Um 9 Uhr im, spätestens im Betrieb, hat er hingeschrieben, eher 11, wenn überhaupt. Und das ist so ein also ich habe den Zeitungsausschnitt noch und ich habe auch da nie gefragt, von wem das ist. Das soll ein Geheimnis bleiben. Aber auch sie war fleißig, das weiß ich von anderen. Also gerade in der Kartografie-Szene, ein Kartograf hat mir mal erzählt, bei einer Preisverleihung sei sie in die Halle gekommen und war ganz entsetzt, dass dann nur ein kleiner Blumenstrauß in einer Ecke steht, nämlich der, den der Preisträger dann bekommt. Und sie hat dann nur gefragt, wo ist ein Telefon und wo ist ein Telefonbuch? Und hat sofort sämtliche Blumenhandlungen in der Stadt, wo das stattfand, abtelefoniert, um noch genügend Blumenschmuck für die Halle zu bekommen. Und bevor und wie die Preisverleihung anfing, ging die Bühne unter in einem Blumenmeer. So. Also noch einmal ganz herzlichen Dank. Dankeschön. So.